Hallo YouTube und herzlich willkommen zurück hier zu Pokémon Smaragd. Nachdem wir dort knapp durch unser Rivalen-Battle mit dem Mikey durchgekommen sind, habe ich mir so überlegt, nee, nur mal trainieren mit euch, das ist langweilig. Also, habe ich ein bisschen trainiert, nicht wahr? Falscher Knopf, da. Zwar sind alle auf Level 20, außer der eine Kandidat, und zwar ist das unser Arnie, ja. Der hat sich gedacht, nee, der will jetzt nicht auf Level, der tue ich jetzt nicht auf Level auf Level 20, sondern der kommt jetzt geht mal im nächsten Kampfeinsatz dann dran. Man kann sich vielleicht denken, warum, wenn man es nicht denkt, der lässt sich jetzt überraschen. Ja, wir rennen einfach da weiter drauf, wo wir vorne so Stress haben mit dem Mike. Schalala! Und da kommt auch schon unser erstes Battle, das Vivien. Hallo, Angsthase, ja voll, das können wir auch nehmen. Aber ich habe gar keine Lust zum Kämpfen, also tschüss. Vor allem nicht gegen das Vivien. La 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 la. Hups. Da habe ich auch keinen Bock zu. Nein, dann machen wir gerade den Trainerkampf. Dort oben ist gerade gescheiter. Minus von Minon. Yay! Ich bin negativ aufgeladen. Hallo! Da ist mir aber. Boah, okay, voll erkennen. Wenn du den Rhythmus nicht halten kannst, bist du verloren. Oh, snap! Ja, mir egal. Ich hau euch aufs Maul. Pokémon-Sammler Edwin und Gitarrist Karer wollen kämpfen. Lombrero und Fritziblitz. Okay. Gut. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist, aber Konfusion und. Du kannst immer noch nichts schleuern, das machen wir mega sauer aufs Fritziblitz. Oh no! Verteidigung! Okay, das ist. An sich ja nicht so schlimm. Batsch, mach ihm das Hirn kaputt. Oder doch nicht. Dich auch Absorber. Lass das, ich hasse das. Konfusion und Megasauger. Gut, Fritzeblitz ist schon mal down. Konfusion! Batsch! Oh, Crit! Yay! Das heisst wohl Level Up! Und mehr kommt kein Level Up über. Warum auch? Blanas. Okay, hallo Blanas. Mega Sauger! Bäm! Weg ist er! Ja, mit dem Blanas haben wir schlechte Erfahrungen gemacht. Oi, ein Voltoball. Volt Orb. Konfusion und Megasauger. Ich hätte irgendwie Bock, das vielleicht langsamer zu machen, aber machen wir so. Iu, okay, Kleider. Ei, die schmeißen damit. Stimmt, Unlicht. Fuck! Die schmeißen damit Statusveränderungen um sich, als wäre es ja nix. Oh. Gut, machen wir zuerst mal das scheiß Viech weg und du. Ja. Ladevorgang. Eieieiei. Hehe. Ich komme jetzt sicher wieder voll auf den Sack rüber. Außer der Crit jetzt weg. Oder es braucht gar kein Crit. Sauber! Megasauger! Sauber mit Megasauger! Jetzt nicht so effektiv! Pfund! Ah, okay, gut. Wir wechseln aus, weil das könnte sonst ewig gehen. Wir wechseln auf Willi. Warum? Einfach will. Und du machst. Megasauger! Arnie, zurückkommen! Los, Willi, gib ihm! Hau ihm aufs Maul!
So, weg! Oder auch nicht, Energie abgesaugt und da ein Härtner. Leck, mir kannst du nur Statusangriff, das ist ja voll lame von dir. Jetzt fahren wir einen Flügelschlag! Und du machst einen. Ah, du hast schon wirklich ein Mega-Sauger, machst mir einen Absorber. Bist eh langsamer, also BAM! Und das ist super effektiv! Und da ist er kaputt! Yay! Lalalala. Ich möchte meine Formel vervollständigen, du hast den Rhythmus im Blut. Und jetzt? Hey, Arnold entwickelt sich! Nein, Entschuldigung, ich hab schon. Und? Yay! Unser Arnold ist zum Nikirillia geworden. Yay! Ich sammle Trainer auf, ein Träger. Nein, ich will nicht noch mehr Leute in meinem Packen auf. Nein! Das heisst. Es gibt erstmal einen Pokémon-Kampf. Mit unserem neuen Kirillia. Nein, das heisst, es gibt nachher einen kleinen Cut und ich tue schnell alles auswechseln und keine Ahnung was. Ich weiß nicht warum, aber die Pose, die das Kirillia da, also so, der Arnold da einnimmt, ist so ein sehr offensiv. He? Also, das heisst, ein ganz kleiner Cut. Wir sehen uns gerade wieder. So, dann wären wir wieder da. Unser Trasla ist zu einem Kirillia geworden und wir rennen weiter. No! Alois! Was ist mit dir? Ah! Ich hab kein Interesse. Schnurren zu. Die Leute, die einem ständig anrufen, oder die penetranten Pokémon, die ganze Zeit die Fresse reingumpen. Hallo! Statik! Yay! Also, wenn du mir auf die Fresse haust, kassierst. Konfusion! Matsch! Mach sein überlange Hirn in seinem überlangen Schädel kaputt. Matsch! Yay! Hallo, das ist auch nochmal ein Fritzeblitz. Das interessiert ja auch keinen. Auf den Kampf verzichte ich danken! Blitzfänger! Oh! Cool! Hallo, was bist denn du für einer? Der Arnie hat jetzt genug Action und Screentime gehabt. Will ich auf den Joey wechseln? Nein, ich will das Heidi. Heidi! Na? Hallo? Ich bin vom Küstenradweg heruntergefahren. Was? Autsch. Okay, das tönt schmerzhaft, aber ich werde jetzt noch mehr Schmerzen hinzufügen. Hallo? Na? Magnicilo? Hallo? Machen wir zuerst Mogelhieb. Patsch! Ist nicht sehr effektiv. Für das, dass es nicht sehr effektiv war, hat es uren Schaden gemacht. Überwurf! Donnerschock. Au! Ist mir gleich, du bist Bulky. Oi, oi, oi. Matsch! Und jetzt ist es weg. Sehr schön, nice. Hey, dann voll aufs Maul gegeben. Schalala, lalala, lalala. Hallo? Nein. Der Apfelfusel werde ich nicht verlieren. Ist das ein Psycho? Das wäre uhuere ungut. Scheiße. Ein Abra. Hehe. Da will ich irgendwie nicht drinnen bleiben. Nein, oh scheiße, nicht Flucht. Pokémon! Ein Abra. Was hauen wir an einem Abra entgegen? Etwas Schnelles? Kannst du für Attacken? Hast du irgendetwas? Nein, natürlich nicht. Ich probiere mal etwas, komm. Mogelhieb! Mal schauen, wie viel Damage das zieht. Yeah. Oh yeah!
Seht ihr, warum ich gerne Mogelhieb habe? Ohne Step, hä? Nebenbei bemerkt. Hui! Voll aufs Maul! One-Hit-KO mit einem Mogelhieb. Das solltest du dich eigentlich schämen, obwohl es aber hat eine so nicht vorhandene Verteidigung. Elixier! Geil! Elixier! Hilfe! Ich sollte mir Schutz zutun. Habe ich Schutz? Nein, ich glaube es nicht. Hallo Myrapla! Myrapla! Ich habe keine Lust auf dich. Tut mir leid. Ist ja ziemlich uninteressant für mich. Los, lauf! Yeah! Wuhu! Da ist ein Angler. Ich glaube, den fordere ich mal ganz kurz raus, aber... Hey! Kannst du mal voll aufs Maul geben? Hallo! Schleich dich nicht so von... Woher soll ich sonst kommen, wenn du zwischen den Bäumen stehst, hä? Hä? Jetzt kommen sicher 80 Carpadors. Ah, doch nicht, Tentachas. Das ist ja super, habe ich mein Pflanzen-Pokémon vor. Ja. Du bist ein bisschen fehl am Platz, du. Bolt, Joey. Einer von beiden. Ich nehme, glaube ich, Joey braucht wieder mal Green Time, der Bro. Hat ja schon lange keine Aufmerksamkeit mehr bekommen. Hallo! Oh. Super Schade. Ja, leck mich, oder? Entschuldigung, hab nichts gesagt. Lehmschuss! Komm schon, komm schon, komm schon! Yeah! Matsch! Kaputt! Yay! Weilmer, okay. Ja, Pokémon wechseln, das macht jetzt gleich Mai. Mai! Hallo Mai! Hallo! Weilmer! Das Viech hat abartig viel KP, das heisst, wenn es mich angreifen will. Heuler! Du hörst nicht, du blöckst oder irgend sowas. Mega Saugen! Was? Kein One-Hit? Das ist ja voll tragisch. Oh shit! Okay, interessiert mich eigentlich nicht. kaputt! Geil! Und wieder voll? Yeah! Flutsch! Da ist es, weil wir baden gegangen! Ich hätte echt wert sollen anschauen. Fuck! Jawohl, da wächst mit auf den Joey. Tschüss Ali! Hau schon bitte aufs Maul, aber mit Schmackes, gell? Aber so richtig mit Volldampf. Lass dich nicht verifizieren. Du bist schneller, oder? Obwohl du eigentlich verdammt lahm bist, aber... Yay! Match! Das ist super effektiv! Ja, weil wir... ich hab's doch gesagt. Aber das macht jetzt Bolt. Weil Strom ist auch sehr gut gegen das. Habe ich? Ja klar, habe ich. Ladungsstoß. Funkensprung! Brätze, bam! Yeah! Da sehen wir, unser Bolt hat einen viel höheren Spezialangriff. Einen viel höheren Spezialangriff. Entschuldigung, ich habe mich verschwätzt. Bäm, voll auf die Fresse! So, da wären wir jetzt da. Hallo Opa! Zwei Straßen, eine oben, eine unten, eine Straße für Menschen, eine für Pummel. Das ist recht. Das ist nur recht und billig. Okay. Nana-Bären, ja! Alle Bären tun wir klauen. Und nie mehr einsetzen. Ich bin immer so einer, der Bären nie eingesetzt hat. Bis ich mal gemerkt habe, ich muss vielleicht wegen Competitive. Aber ist alles in Pokémon X und Y relativ einfach gemacht worden mit dem riesen Bärenfeld. Aber das ist ein anderes Thema. Blululu. So, wieder weich und lehmig. Hallo. Volle Pulle den Raden entlang zu düsen. Ja, aber pass auf, dass nicht schnell zu haut. Hallo. Malven Fro City. Das ist das mit der Stromarena. Da haben wir ja den Altsäckel haben wir ja getroffen gehabt. Hallo. Gehen wir mal da ein bisschen aufheilen und schauen, ob wir da mal durchrennen können. Was mir einfach auffällt, ich habe so das Gefühl, dass da der Joey ein mein Starplayer wird sein. Und wenn, vielleicht noch Heidi, weil meistens Strom, oder wenn das Magnetilo kommt oder so, dass wir dem voll aufs Maul geben können.
Ja, hallo? Radlass fahre. Fahre im Kies und lass dich durchschütteln. Okay. Ja. Es kann mir der Radlass schon redlich geht. Da unten könnten wir mal betteln, bevor wir dort reingehen. Ich kann mal zum Radlass schauen. Hallo! Hast du mir ein Velo? Nur ein höchst energetischer Kunde. Das ist ein Fahrradjob, Radler. Ich schmuddle aus. Kommst du von weit her? Ja. Dann ist ein Weg von Wurzelheim her, meine Güte. Das ist unwahrscheinlich ein Weg. Wenn du Räder hättest, könntest du leicht überall hin mit den Haaren spüren. Ich sag dir was, ich werde dir ein Rad geben. Oh, eine Sekunde. Zwei verschiedene Räder. Ein Rad und Kunstrad. Ja, bla 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 bla. Ich möchte das Eilrad. Warum? Weil mir das Kunstrad im Moment noch nicht so viel nützt. Ja, ja, und schon schnell kommt man an ein Velo in Pokémon. Ja, ja. Ja, ich glaube, den hauen wir jetzt mal aufs Maul. Mei und Heidi. Ja? Ja? Nein. Bolt und Joey würden sich an sich gut ergänzen. Machen wir doch so. Hihi. Saubere Sache, saubere Sache. Gut. So. Bubu. Hallo. Tölö. Los, los. Pokémon 1, 2 und 3. Hast du jetzt 3 davon? Nein, bitte nicht. Nein, nein. Doch, sie sind 6 insgesamt. Boah. Ich korrigiere meine Aussage. Joe ist mal so richtig deplatziert. Billy! Los! Der Bolt haut mit einem Funkensprung mal richtig auf das Schieß. Zickzacks. Hallihallo! Na? Bam! Leck, und das ist weg. Ah, oh, der ist schön Spezialgriff, obwohl ich bin 6 Level drüber, also pff. Und schnell, Fritzeblitz! Oh shit, das muss auch schnell weg, bitte. Dankeschön! Weil wenn das mir auf den Willi haut, dann ist der Willi sehr schnell Willi gewesen, hä? Flügelschnack, zack, und du brauchst... Jetzt ist gerade die Frage, was nützt mir mehr? Komm, ich probiere es mit einem Funken. Es ist zwar glaub, nicht sehr effektiv, aber... Wir schauen mal, die Spätzdef ist ja nicht unbedingt so hoch. Schon wieder leicht Level 21. Max, so einen rechten moderaten KP, wenn man das so anschaut. He? Schon, der nächste Opfer und nochmal ein Rosaila. Yay! Und Fritzebitz, hau drauf! Bam! Super, hier, super. Ich hab bla, ja, super, und ich kassiert Statik. Logisch. Das heisst, ich bin jetzt erstmal langsamer. Ah, okay, geil. Du haust einen Flügelschlag dort drauf und du haust mit einem Ruckzuck-Hieb drauf, weil du ja sowieso jetzt langsamer bist. Bam! Sauber! Nein! Hätte das. Nein! Ein halber Millimeter vom Lebensbalken. Toll, dankeschön. Merci vielmal, RNG. Es kommt sicher nur mal so ein Kack. Ich sehe es schon kommen. Ich sehe es schon kommen. Ah, nein, doch nicht. Gut. Schweinke. Und zwar musst du wieder als Knilz, das möchte ich gerne mehr aufs Maul hauen und du hast nur mal den Rucksack raus. Jawohl! Kein Full Para kassiert, saubere Arbeit, Bolt. Bolt! So, Willi. Stolunior. Ah. Stall-Pokémon, toll. Da ist Zeit für Teddy zu kommen, hä? Ja, ja. Bam! Zack weg, One-Hit-KO! Du haust mal... Ja, Flügelschlag, das nützt zwar nicht. Pokémon... Heidi! So! Geh weg, Bolt! Nützt es nicht mehr! Das wird fast nichts machen... Boah! Hehe! Kopfnuss! Flügelschlag und du haust noch einen Mogelhieb drauf. So. Bam! Das macht mal zuerst gar nichts, aber es kann man zuerst nichts machen. Das ist ja mal ein Vorteil. Ich hätte gar keinen Überwurf machen, da brauche ich nicht so viel AP.